Nee, ich gehe da nicht mehr hin. Das ist voll Idiot. Geh mal davon aus, dass ich ein ganz anderes Problem am Arsch habe. Vom Zahnarzt. Quatsch. Ich hatte doch noch keine Zeit. Außerdem, du ziehst mir echt weh. Ja. Hallo? Oh, Frau Seifert. Was haben wir? Vermutlich Bänderriss und Fraktur des Dens-Axis. Was heißt das auf Deutsch? Dass sie sich das Genick gebrochen hat. Der Tod trat so etwa vor 2 Stunden ein, also so gegen 9 Uhr. Ich bin jetzt hier fertig. Frau Badosi, Herr Stollen, Frau Seifert. Das ist ja übel aus. Danke. Wissen wir denn schon, wie sie heißt? Ja, sie hat es uns leider leicht gemacht. In ihrer Jacke war ihr Pass und eine Bordkarte. Doreen Altamer, 29, gestern aus der Dominikanischen Republik in Frankfurt eingeflogen. Und ein Parkticket. Der Wagen stand eine Woche in Frankfurt am Flughafen. Zugelassen auf einen Georg Altamer. Ihr Ehemann? Wahrscheinlich, also zumindest trägt sie einen Ehering. Sonst noch was? Ein defektes Handy, offenbar durch einen Sturzrikus schon dran. Oh. Was hast du denn zu bieten? Ach, bis jetzt verschiedenste Fingerabdrücke am und im Auto. Und einen abgebrochenen Fingernagel. Steckt im Gewebe ihres Pullovers. Allerdings ein künstlicher, von der Seite wahrscheinlich nicht sehr aussagekräftig. Gibt es Zeugen, die gesehen haben, wer der Fahrer des Wagens war? Ja, aber wie üblich, widersprüchliche Aussagen. Zum Glück gibt es ein Blitzerfoto. Na super. Ich warte im Wagen. Wir haben großes Glück. Sie war bereits in unserer Datenbank. Das ist Jessica Moser, 17 Jahre alt. Und da das nicht das erste Auto war, das sie geklaut hat, wird sie vom Jugendamt betreut. Ja, bei der Akte kann es ja mit der Betreuung nicht weit her sein. Ich habe ihre zuständige Sozialarbeiterin bereits kontaktiert. Die müsste jeden Moment hier sein. Ist die Fahndung bereits draußen? Mhm. Und ihre Wohnung wird auch observiert. Gut. Betreut sie es einzeln von? Joe? Sander? Okay, danke. Die Sozialarbeiterin ist da. Die übernehme ich. Danke. Viel Spaß. Herr Altamer? Ja? Guten Tag. Seifert, Kripo Stuttgart, meine Kollegin Badosi. Was kann ich für Sie tun? Es geht um Ihre Frau. Was wollen Sie denn von ihr? Doreen ist nicht da und ich bin auch gerade auf dem Sprung. Wo wollten Sie denn hin? Trainieren. Aber jetzt sagen Sie mir doch bitte, was los ist. Vielleicht sollten wir besser reingehen. Ja, klar. Bitte hier entlang. Jessica ist doch keine Mörderin. Das müssen wir aber leider in Betracht ziehen. Das glaube ich nicht. Ach so. Glauben Sie ja wenigstens, dass sie ein Auto geklaut hat? Sie haben ja sicher Ihre Akte gelesen. Ja, Jessica hat mit 12 ihre Eltern verloren. Das hat sie völlig aus der Bahn geworfen. Und jetzt ist sie gerade zum 3. Mal von der Schule geflogen. Ja, ist ja gut. Hier. Doreen Altamer. Sagt Ihnen der Name was? Ihr Klassenlehrer, also Ihr ehemaliger Klassenlehrer, der heißt Altamer. Georg Altamer. Der ist auch an Ihrem Rausschmiss schuld.
Entschuldigen Sie kurz, ich muss eben die Kolleginnen informieren. Die sind nämlich gerade bei Herrn Altamer. Das kann nicht sein. Würde aber Sinn machen. Rache wäre immerhin ein Motiv. Hört sich so an, als ob für Sie schon feststeht, dass Jessica die Täterin ist. Ja, klar, ist ja auch ein Problemkind. Bisschen einfach, was? Warte mal. Sie tun mir Unrecht. Ich habe ein Herz für Problemkinder. Ach ja. Ja, weil selbst mal eins. Kaffee. Können wir etwas für Sie tun? Ja. Sagen Sie mir bitte, dass das alles nicht wahr ist. Entschuldigung. Und wann haben Sie Ihre Frau das letzte Mal gesehen? Vor einer Woche. Da ist sie in die Karibik geflogen zu Werbeaufnahmen. Sie ist schon. Sie war Schauspielerin. Und gestern Abend? Ihre Frau ist gestern Abend in Frankfurt angekommen. Aber sie ist hier nicht angekommen. Sie wollte sowieso erst heute im Laufe des Tages zurück sein. Das hat sie uns zumindest gesagt. Und? Ja, meiner Mutter und mir. Ihre Mutter wohnt hier im Haus? Sagt Ihnen der Name Jessica Moser etwas? Ja, das war eine Schülerin von mir. Warum? Sie war die Fahrerin Ihres Wagens. Und hat wohl noch eine Rechnung mit Ihnen offen. Könnten wir Ihre Mutter sprechen? Sie ist oben in ihrem Zimmer. Ihr geht's nicht gut. Sie hat Kreislaufprobleme. Ich weiß gar nicht, wie ich ihr das beibringen soll. Entschuldigen Sie bitte, was wird mir gerade alles zu viel? Jessica will eigentlich Automechanikerin werden, wie ihr Vater. Respekt. Ja, aber mit der Schulakte kann sie es jetzt erstmal vergessen. Ich versuche wenigstens ein Praktikum für sie zu kriegen. Haben Sie denn eine Ahnung, wo sich Jessica aufhält? Nein. Sie haben Zahnschmerzen, stimmt's? Tut das was zu sagen? Wahrscheinlich sind Sie deshalb so ruppig. Sie sind aber ziemlich zart bereitet. Bringt Sie in Ihrem Job auch nicht gerade weiter. Tut das was zur Sache? Also wissen Sie jetzt, wo Jessica ist oder nicht? Und heute ist Donnerstag. Da ist am Nachmittag mein Kontrollbesuch in Ihrer Wohnung fällig. Ob sie unter diesen Umständen dort auftauchen wird, ist allerdings fraglich. Schau mal, der Warme. Du weißt genau, was ich von deinen Alleingängen halte. Ja, ja, schon gut, da reden wir später drüber. Geh lieber mal zum Zahnarzt. Joe hat sich offenbar in den Kopf gesetzt, diese Jessica allein zu verhaften. Keine Ahnung, wie man da mal wieder was beweisen muss. Der Sozialarbeiterin? Ansprechende optische Erscheinung. Das kann sein. Hast du denn inzwischen schon das Handy von Frau Altermann in Gang gekriegt? Partiell. Zumindest konnte ich die Verbindungsdaten des gestrigen Tages ermitteln. Es gab nur ein Gespräch. Um 20.36 Uhr mit einer Barbara Müller. Die hat ein Nagelstudio in Zuffenhausen. Das ist die Adresse. Willst du das übernehmen? Wissen wir noch was über gestern Abend? Der Flieger ist pünktlich um 20.05 Uhr gelandet und um 20.51 Uhr hat sie die Parkgarage am Frankfurter Flughafen verlassen. Und wenn sie dann den direkten Weg nach Hause genommen hat, dann war sie so um 23 Uhr zu Hause. Was sie aber angeblich nicht war. Sagt wer? Ja, ihr Mann. Kann ich für Sie tun? Ah, ja, da habe ich doch schon eine Idee. Das denke ich mir, aber deswegen bin ich nicht hier. Frau Barbara Müller? Babsi, ja, nehmen Sie doch Platz. Anna Badosi, Kripo Stuttgart. Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Kennen Sie eine Doreen Altamer? Ja, das ist meine beste Freundin. Sie haben gestern Abend mit ihr telefoniert?
Und? Ihre Freundin ist tot. Vermutlich ermordet. Ist das was? Haben Sie sie nach dem Gespräch noch mal gesehen? Sie wollte einfach nur Hallo sagen. Sie ist gerade von einem Werbedreh zurückgekommen aus der Karibik. Was wissen Sie darüber? Nicht viel. Als beste Freundin? Hören Sie, Doreen hat sich da immer bedeckt gehalten. Sowas wie Werbung, das war ihr peinlich. Wo waren Sie heute Morgen um 9? Unter der Dusche. Durch die Fraktur des Dens Axis kam es zu einer Durchtrennung der Medulla Spinalis, also des Rückenmarks. Dadurch wurden die Nervenzentren für Atmung und Blutkreislauf zerstört. Sie war sofort tot. Um 9 Uhr? Ja, so plus minus 10 Minuten. Und die Hämatome? Wurde sie verprügelt? Das sieht eher nach einem Treppensturz aus. Danke. Nicht so eilig, Frau Seifert. Im Magen fand sich eine kleine Kunststoffkapsel mit 10 Gramm reinem Kokain. Die hatte sich da an einem Ulkusventrikuli verklemmt. An einem Ulkusventrikuli. Das heißt, sie hat mit ihrem Körper Drogen geschmuggelt. Davon ist auszugehen, ja. Sie hat in den letzten 24 Stunden auch Abführmittel genommen, was darauf schließen lässt, dass sie eine größere Menge bereits ausgeschieden hat. War sie selbst Konsumentin? Nein. Die Haarprobe war negativ. Ich komme mir vor wie eine miese Verräterin. Wenn ich verstehe, was in Ihnen vorgeht. Aber in einem Mordfall sind Sie nun mal zur Amtshilfe verpflichtet. So ist es schließlich auch besser für Jessica, bevor sie sich noch mehr reinhält. Da ist sie ja. Immerhin ist sie pünktlich. Vielleicht sollte ich doch noch mal mit ihr reden. Klar, aber erst nachdem wir sie festgenommen haben. Bereit? Na dann los. Sie warten hier. Ihrer Frau fand es aber Tatsache. Ich kann doch nicht so blind gewesen sein. Sie sind bisher davon ausgegangen, dass Ihre Frau zu Filmaufnahmen in der Karibik ist. Über wen kamen denn diese Aufträge? Sie sagte über Ihre Agentur. Fragen Sie mich jetzt nicht, wie die heißt. Sie sagten, Ihre Frau hätte jahrelang kein Angebot gehabt. Und dann, wie aus dem Nichts flattern, seit einem halben Jahr diese gut bezahlten Jobs ins Haus. Immerhin 10.000 Euro pro Werbeclip. Und das hat Sie nie stutzig gemacht? Wir konnten das Geld gut gebrauchen. Schulden? Wir haben für das Haus einen Kredit aufgenommen. Und den hat die Bank an einen Finanzinvestor in den USA weiterverkauft. Und der wollte die Restschuld bis zum Ende des Jahres. 120.000 Euro. Nur weil wir einmal im Verzug waren. Aber ich wäre doch nie... Ich hätte doch nie im Traum daran gedacht, dass Doreen irgendetwas Ungesetzliches tut. Was haben Sie denn gedacht? Ich dachte, hoffentlich handelt es sich nicht um irgendwelche Sexfilme. Das war so eine fixe Idee von meiner Mutter. Die ist sehr konservativ und hat so ihre Vorurteile. Schauspielerei ist für sie generell unseriös. Haben Sie denn nie nachgefragt? Doch. Ich wollte mal einen dieser Werbefilme sehen. Naja, Doreen hat mich immer wieder hingehalten. Teilweise mit hanebüchenen Aussagen. Reden, aber wahrscheinlich halten Sie mich für völlig naiv. Nicht unbedingt.
Wo waren Sie denn heute Morgen gegen 9 Uhr? Ich bin so gegen 6 aus dem Haus. Ins Remstal zum Joggen. Zeugen? Nein, so früh ist doch noch niemand, wo ich laufe. Ich bin dann von da aus direkt in die Schule und gegen 9.50 Uhr begann mein Unterricht. Und diese Münzsammlung ist also auch einfach so in deinen Rucksack geflogen, ja? Ach, Jessica, jetzt mach hier doch nicht einen auf cool. Sei still, Veredran. Jetzt halt sie mal zusammen, ja? Wir hätten dich auch so geschnappt. Ey, ihr seid echt so irre. Eine Leiche im Kofferraum, ja? Ich glaube, ich spinne. Ihr wollt mir nur Angst einjagen. Hör mal, du stehst hier unter Mordverdacht. Hast du das immer noch nicht kapiert, oder wie? So leicht kriegt ihr mich nicht ran. Ich sag jetzt kein Wort mehr ohne Anwalt. Ich kenne meine Rechte. Schweigen bringt dich aber auch nicht weiter. Ich schweige nicht, ich sag nur nichts. Gut. Wie du willst. Kannst du dir erstmal in die Zelle bringen, ja? Sagen Sie, ist sie jetzt hoffnungslos naiv oder einfach knallhart und abgebrüht? Ich denke, die hat einfach noch nicht begriffen, in was sie da reingeraten ist. Wie geht man denn als Sozialarbeiterin mit so einem Dilemma um? Ich kümmere mich um Anwalt. Wie stabil ist sie denn? Ich meine, vielleicht sollten wir den psychologischen Dienst einschalten. Nicht, dass sie in der Zelle austickt. Haben Sie etwa Angst um Ihr Mobiliar? Also ich denke, Jessica ist stabil. Das ist ja nicht das erste Mal, dass sie einsitzt. Ja, aber diesmal geht's um Mord. Merkst du eigentlich überhaupt noch was? Du reitest dich hier immer tiefer in die Scheiße. Vielleicht können wir zwei uns einfach mal vernünftig unterhalten. Wie es aus, hättest du 3 Jahre schlechten Sex gehabt. Selbst wenn es so wäre. Ist das immer noch viel besser als überhaupt keinen Sex? Wie im Knast? Vielleicht sagst du mir jetzt einfach mal, was passiert ist. Was mit dem Scheiß? Lass mich in Ruhe! Ich häng mich schon nicht auf! Dann bin ich ja beruhigt. Geh mal in die Gasburgstraße, das ist Frau Dr. Höhnle. Das sind Zahnärztin, da war ich mal mit Franziska. Hör mal, sehe ich so aus, als hätte ich das nötig? Ja. Ich habe gerade mit Georg Altheimer telefoniert. Er vermisst seine Münzsammlung und hat das aber in der Aufregung bisher noch gar nicht gemerkt. Okay, folgende These. Jessica Moser war also im Haus, will ihren verhassten Lehrer ins Auswischen, klaut die Münzsammlung und wird dann von der Ehefrau überrascht. Und fährt dann mit einer Leiche im Kofferraum spazieren. Abenteuerlich. Erstens war ich noch gar nicht fertig und zweitens habe ich nicht behauptet, dass sie absichtlich getötet hat. Kommst du auch schon? Mit Jessica war gerade dabei, ihre Zelle zu zerlegen. Dafür haben wir eigentlich einen psychologischen Dienst. Die Münzsammlung gehört tatsächlich Altheimer. Das beweist überhaupt nichts. Ich finde, wir sollten uns erstmal auf diese Drogengeschichte konzentrieren. Während du den Sozialarbeiter gegeben hast, haben wir genau das schon gemacht. Beim Drogendezernat sind sowohl Jessica als auch Doreen Altheimer unbeschriebene Blätter. Ja, aber die Kollegen vom Drogendezernat wissen auch nicht alles. Sonst wäre diese Stadt nämlich längst drogenfrei. Was ist denn der Mann so drauf?
Seine Frau war zum vierten Mal in diesem Jahr in der Dominikanischen Republik und er will keine Ahnung gehabt haben, was sie da eigentlich wirklich gemacht hat. Das stinkt schon ziemlich. Traust du ihm denn zu, dass er in sowas drinsteckt? Bei 120.000 Euro Schulden? Laut Statistik werden Drogen von Lehrern eher konsumiert als verkauft. Laut Statistik haben wir auch schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen. Es ist unlogisch. Warum sollte er sie umbringen wollen? Naja, wenn sie aufhören will. Er will's nicht. Es kommt zum Streit. Auf jeden Fall werden wir jetzt Altamas Haus mal unter die Lupe nehmen. Ich sag Ihnen Bescheid. Danke. Und dich bringe ich jetzt höchstpersönlich beim Zahnarzt vorbei. Das Elend kann sich ja keiner mehr ansehen. Wie? Ausgerechnet jetzt willst du deinen Lieblingskollegen loswerden, wo es spannend wird. Warum komm auch. Hier war sie drin. Die Münzsammlung ist von meinem Großvater. Ich hänge sie da. Ich habe sie sogar schon meinen Schülern gezeigt. Als sie nach Hause kamen, gab es da Spuren, die auf einen Kampf hingedeutet hätten? Ein umgefallener Stuhl, verschobene Möbel oder sowas? Bitte. Wir suchen auch nach Kokain. Denken Sie etwa, dass das... Naja, irgendwo wird Ihre Frau das Zeug ja wohl gelassen haben, oder? Aber sie war doch gar nicht hier. Sagen Sie, aber müssen wir Ihnen das glauben? Entschuldigen Sie uns mal bitte. Joe, kommst du? Ja. Wir haben nur Vermutungen, keine Beweise. Du nimmst dich völlig unprofessionell. So siehst du das? Ja. Mach dein Ding doch einfach selbst. Gerne. Zahnschmerzen. Was geht hier vor? Georg! Meine Mutter weiß nichts von der Drogengeschichte. Könnten Sie das also etwas sensibler handhaben? Und außerdem ist die etwas schwierig. Diese ganze Unordnung! Seifert, Kripo Stuttgart. Fremde Leute in einem Haus? Auch in meinem Schlafzimmer? Mama, mach das Ding mal aus. Der Blutdruck meiner Mutter muss ständig überwacht werden. Ach, ich glaube nicht, dass das diese Herrschaften interessiert. Wie geht es Ihnen? Danke, mein Blutdruck ist in Ordnung. Aber Sie sind doch nicht hier, um mich das zu fragen. Nein, das ist richtig. Wo waren Sie heute Morgen gegen 9 Uhr? Im Bett. Mein Georg, der ist so gegen 7 weggegangen und da habe ich mich noch mal hingelegt, weil ich mich nicht wohl fühlte und bin wieder eingeschlafen. Sie können uns also nicht sagen, ob Ihre Schwiegertochter heute Morgen hier angekommen ist? Nein. Sie haben auch nicht gehört, ob heute Morgen hier eingebrochen wurde? Nein. Sie glauben doch nicht, dass ich dann seelenruhig liegen geblieben wäre. Schön, dass du endlich zur Vernunft kommst. Nein. Bis später. Ist ja kaum zu glauben. Du bist beim Zahnarzt. Bericht am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Ist das schon der Abschlussbericht? Der frühe Vorbericht fängt denn wo? Wir haben im Haus Altamas alles auf den Kopf gestellt, was nicht ganz einfach war. Die ältere Dame führt ja ein eisenhartes Regiment. Ja, jede Menge Fingerabdrücke von Jessica Moser. An der Terrassentür, im Arbeitszimmer, in der Garage, wie im Auto. Aber nicht im Kofferraum des Wagens. Korrekt. Vielleicht hat sie Gartenhandschuhe benutzt, dort lagen welche rum. Heißt das, das Haus ist der Tatort? Das kann ich nicht sagen. Das ganze Haus ist definitiv drogenfrei? Ja. Ja, da komme ich ja wie auf Stichwort. Hallo, Herr Kaiser. Ja, hallo. Achso, also Frau Dorn vom Drogendezernat hat mich gerade angerufen. Einer ihrer großen Fische hat sich vor einem guten Jahr in die Dominikanische Republik abgesetzt. Werner Geier, das wird euch jetzt nicht sagen. Aber es gibt da eine Verbindung zu unserem jetzigen Fall. Seine Ex-Freundin betreibt ein Nagelstudio in Stuttgart. Barbara Müller. Ich wollte schon immer mal ein Nagelstudio von innen sehen. Begleitet mich jemand? Es ist doch immer wieder schön, euch auf die Sprünge zu helfen. Kaiser, was wären wir nur ohne dich? Ja, das, du meinst das gar nicht so, oder? Ist noch weiteres geschlossen. Wir gehen rein. Voilà. Ist klar, Supernase?
Rico soll mal eben alle Taxibetriebe durchchecken. Sieht so aus, als wäre hier jemand überstürzt aufgebrochen. Klar. Oder warte mal. Rico, kannst du bitte alle Passagierlisten der heutigen Flüge in die Domrep checken? Auf Babsi Müller. Und wenn sie da nicht auftaucht, dann die Taxibetriebe. Danke. Läuft? Rico kümmert sich drum. Hast du schon was gefunden? Nee, noch nicht, aber... Hörst du das? Warte mal. Unser vierbeiniger Kollege gibt uns recht. Und wir dem Drogendezernat. Danke. Das ging aber schnell. Mhm. So, Kessus Maximus. Babsi Müller war tatsächlich auf dem Weg zum Flughafen. Jetzt wurde er abgefangen und wird ihm nichts zugeführt. Sehr gut. Und jetzt rate mal, wo sie hinwollt. Wo wir beim Thema wären. Gibt's denn Neuigkeiten im Fall Babsi Müller? Die scheint in der Drogengeschichte mit drin zu hängen. Das heißt, die Kuh Jessica ist erstmal vom Eis. Joe, du solltest keine vorschnellen Schlüsse ziehen. Frau Mörike. Hallo. Guten Tag. Das ist Herr Baumgarten. Der wird das Mandat für Jessica übernehmen. Guten Tag. Wenn Sie wollen, können Sie direkt zu ihr. Gerne. Danke. Also hören Sie mal, offensichtlich haben Sie auch nicht so richtig Ahnung, wie Jessica tickt, oder? Bitte? Ja. Sie meinten doch, dass sie stabil ist und die Zelle nicht gleich auseinandernimmt. Was haben Sie denn jetzt schon wieder mit ihr veranstaltet? Was wäre ich? Also, unter den Umständen wäre es vielleicht doch besser, wenn ich bei der Vernehmung dabei bin. Das glaube ich nicht. Sie bleiben hier. Komm, Herr Jesus, und sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Amen. Nach dem Anwalt, jetzt lässt du den Typen wieder abtreten. Ey, dieser Spießer mit Schlips hat überhaupt nichts gerafft. Klar. Du kannst dir gerne auch ohne juristischen Beistand aussagen. Ich hab nichts auszupacken, Mann. Ich erzähl jetzt einfach nur, wie es war, obwohl ich ganz genau weiß, dass du mir sowieso nicht glaubst. Bist du nun bei den Altamas eingestiegen oder nicht? Ich weiß zwar, dass du da warst, aber ich will es trotzdem gerne von dir hören. Klar war ich drin. Mann, er hat mich von der Schule geschmissen. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Und da klaust ihm die Münzsammlung. Ja, doch im Unterricht immer damit genervt, wie wichtig die ihm ist. Und da habe ich mir gedacht, die nehme ich ihm weg, vertick sie und dann heult er gut ab. Was genau ist in dem Haus passiert? Nichts weiter. Ich bin sauber über die Terrasse rein, dann habe ich diese scheiß Münzsammlung gesucht. Wann war das? Keine Ahnung, vielleicht um 10. Das müssen wir leider ganz genau wissen. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Das ist schlecht für dich. Warst du allein in dem Haus? Klar, sonst wäre ich ja nicht eingestiegen. Und als ich dann die Münzen hatte und gehen wollte, habe ich halt die Autoschlüssel auf dem Schränkchen gesehen und habe mir die Karre geschnappt. Wo war die? In der Garage. Und du bist dir ganz sicher, dass du auf dem Weg nach draußen nicht zufällig der Frau Altamer begegnet bist? Nein, da war niemand. Ich habe mir die Karre geschnappt und bin abgedüst, das war's. Das wird sie aber nicht überzeugen. Dann häng mich doch gleich auf! Und jetzt? Haben wir diese Aussage zur Kenntnis genommen? Das heißt, Sie glauben ihr auch nicht. Hier geht es nicht um Glauben, hier geht es um Fakten. Ja, wir gehen jetzt, weißt du, ganz langsam. Wir gehen ja. Ja, Mann, lass mich in Ruhe! Hey, hey, ja? Hey.
haben wir gerade aus ihrem Schließfach geholt. Ein gutes Pfund. Dafür gibt's 2 bis 3 Jahre. Kokainspuren in ihrem Nagelstudio. Überreste von Kunststoffkapseln in ihrem Müll, so wie wir sie auch bei Frau Althammer im Magen gefunden haben. Abführmittel auf ihrer Toilette. Ihre Freundin war vorgestern Nacht bei Ihnen. Wenn wir die DNA-Analysen haben, können wir das sowieso beweisen. Ja, sie hat vorgestern geliefert. Allerdings unvollständig, wie der Fund in ihrem Magen beweist. Was für eine Scheiße. Darüber ist es dann wahrscheinlich zum Streit gekommen, weil sie ihr Betrug unterstellt haben. Dann ergibt ein Wort das andere. Es kommt zu einem Gerangel. Nein. Dann erzählen Sie uns doch einfach, wie es wirklich war. Wer ist eigentlich Ihr Kontakt in Deutschland? Sie haben den Deal doch nicht allein durchgezogen. Werner Geier in der Dominikanischen Republik. Und wer ist es hier? Steve anonym. Ob Sie es glauben oder nicht. Ich habe die Ware rübergebracht und im Schließfach im Bahnhof abgelegt und am nächsten Tag lag da meine Kohle. Und Doreen? Ich habe ihr manchmal eine Tour abgegeben. Sie wissen ja sicher, was da los war, die ganze Scheiße mit dem Haus und so. Ja, so viel Geld ließ sich ja mit ehrlicher Arbeit nicht verdienen. Sie war total verzweifelt, also habe ich ihr geholfen. Tolle Hilfe. Sie haben keine Ahnung, wie das ist, wenn man kein Geld hat. Und einem jederzeit das Dach über dem Kopf weggepfändet werden kann. Nochmal zu gestern Morgen. Doreen hat die ganze Nacht auf dem Klo verbracht. Und diese fehlende Kapsel ist nicht wieder aufgetaucht. Da mehr ist nicht passiert. Ja, und dann? Eine Kurierin, die nicht vollständig liefert. Ihre Kurierin. Sie hatten ihr die Tour abgegeben. Das hat sie doch in riesige Schwierigkeiten gebracht. Doreen ist am Morgen nach Hause gefahren. Zu ihrem Mann. Das ist alles. Keine der Spuren an Doreen Althammers Wagen passt zu Babsi Müller. Käme das Nagelstudio als Tatort in Frage? Kann, muss aber nicht. Das Opfer hatte keine blutende Verletzung, die zu Spuren führte. Geschenkt. Aber wir haben ja noch den künstlichen Fingernagel, der im Pullover des Opfers steckte. Wir hatten Glück, dass sich an dem Stückchen Acryl noch Reste des natürlichen Nagels nachweisen ließen. Das Zeug wird ja auf deinen Nagel aufgetragen, dann modelliert und gehärtet. Du kennst dich aus. Wenn du ein paar Beauty-Tipps brauchst, jederzeit. Also nicht, dass du es nötig hättest. Also, wir haben einen DNA-Abgleich gemacht. Babsi Müller. Ja, und der Nagel ist richtig rausgebrochen. Ich denke, dass er von einem Kampf herrührte. Ja, lass euch nicht stören. Ich wollte mich nur in Sachen Babsi Müller ein bisschen offen hoffen. Muss ich jetzt noch mal von vorne anfangen? Nein. Könntest du bitte aufhören, dich auf alle anderen einzuschießen? Wie bitte? Ich bin sensibel. Ich lasse euch mal alleine. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass Jessica zu mordfähig ist, oder? Geht ja gerade gar nicht darum, was wir glauben oder nicht. Wir suchen Beweise. Halte dich einfach ein bisschen zurück. Ja, wir haben uns gestritten. Wegen dieser fehlenden Kapsel. Ich war wütend und ich habe sie irgendwie am Pullover gepackt und dann ist Frau Althammer gefallen. Nein! Wir haben uns wieder versöhnt und dann ist sie nach Hause gefahren. Am nächsten Morgen, so gegen 8. Das müssen Sie mir glauben. Dafür müssten Sie ein besseres Alibi haben. Sie standen um 9 unter der Dusche. Das ist wenig überzeugend. Das ist aber die Wahrheit. Die Indizien sprechen allesamt gegen Sie. Es kam zum Streit, der eskalierte und infolgedessen ist Frau Althammer zu Tode gekommen. Aber die Polizei oder den Notarzt zu rufen, das wäre ja zu riskant gewesen wegen der Drogen. Stattdessen haben Sie die Leiche in den Kofferraum gepackt und eiskalt in der Garage von Althammers geparkt. So war es aber nicht. Sie war meine Freundin. Also gut, nehmen wir an, Babsi Müller und Jessica Moser sagen die Wahrheit. Dann hat Doreen Althammer gegen 8 Uhr morgens das Nagelstudio verlassen. Sie hat die ganze Nacht auf dem Klo gesessen. Ich steck die Reise in den Knochen, sie ist völlig übernächtig. Sie will nach Hause. Vom Nagelstudio bis zu Althammers ist es ungefähr eine Viertelstunde.
Das heißt, sie ist etwa gegen 7:45 zu Hause angekommen. Dann wollte sie wahrscheinlich nur noch ins Bett. Irgendwann hört sie dann die Geräusche unten im Haus von der Einbrecherin. Ja, bitte, warum denn immer nur Doreen, Altamer, und nicht die Alte? Also die Schwiegermutter. Ja, vielleicht war ja Georg Altamer doch zu Hause. Seine Frau kommt auch nach Hause, es kommt zum Streit. Eifersucht? Ja, sicher. Es muss doch an ihm genagt haben, diese ewige Unsicherheit, mit was für Sauereien seine Frau schließlich ihr Geld verdient. Aber man schlachtet doch nicht die Kuh, die Milch gibt. Was? Etwas mehr Pietät, bitte, Herr Sander. Natürlich hat er von ihren Umtrieben profitiert. Ganz rational gesehen. Aber wenn er seine Frau auch nur ein bisschen geliebt hat, dann konnte er es vielleicht doch irgendwann nicht mehr einfach so hinnehmen. Aber einen Streit hätte die Mutter doch erst recht mitgekriegt. Ja. Rico, bitte nimm Kontakt mit dem Hausarzt von Frau Altamer auf. Ich möchte die komplette Krankenakte. Sie behaupten, nichts von den Drogengeschäften Ihrer Frau gewusst zu haben. Das habe ich Ihnen doch schon alles erzählt. Sie führten also eine glückliche Ehe und wähnten Ihre Frau zu Filmaufnahmen in der Karibik. Mit dem Verdacht, dass es sich um Pornofilme handelt. Das hat sie doch sicherlich nicht kalt gelassen. Ihnen ging es an dem Morgen nicht so gut. Nein, deswegen habe ich auch im Bett gelegen. Und jetzt? Wie geht's Ihnen jetzt? Danke, mein Blutdruck ist in Ordnung. Herr Sander hat Ihre Krankenakte eingesehen. Das ist die Auswertung Ihres Blutmessgeräts für den Tag, an dem Ihre Schwiegertochter getötet wurde. Ich hatte natürlich dafür einen Gerichtsbeschluss. Und sehen Sie hier, so um 9 und gegen 10? Um 10 war Jessica Moser bei Ihnen im Haus. Sie behaupten, sie nicht gehört zu haben. Ich habe geschlafen. Mhm. Nach dieser Kurve hier nicht. Was war um 9? Sie haben Ihre Frau erwartet. Und zur Rede gestellt. Sie wollten endlich wissen, was da wirklich vor sich geht in der Dominikanischen Republik. Aber sie konnte ihm natürlich nicht die Wahrheit sagen. So war es nicht. Und das war dann Wasser auf ihren Mühlen. Sie haben sich in diese Vorstellung hineingesteigert, dass sich ihre Frau verkauft. Auf welche Art und Weise auch immer. Und dann sind sie auf sie losgegangen. Sie hören die Auseinandersetzung zwischen ihrem Sohn und ihrer Schwiegertochter. Der Streit wird heftiger. Und dann stehen Sie auf, um nachzusehen. Mitten im Streit lässt Ihre Frau plötzlich von Ihnen ab und will weg. Sie wollen sie aufhalten und endlich eine Antwort. Es kommt zu einem Gerangel. Sie sehen noch, wie Ihre Schwiegertochter den Halt verliert und rückwärts die Treppe runterstürzt. Und da haben Sie fast einen Herzinfarkt bekommen. Was? Sie glauben, das ist mein Sohn? Ich war es nicht. Ich habe meine Frau geliebt. Wie oft soll ich Ihnen denn noch sagen, dass nur meine Mutter an diesem Morgen im Haus war? Doreen hat nichts getaugt. Es war keine Frau von meinem Sohn. Jahrelang hat sie sich von Georg aushalten lassen. Diese Schauspielerin, das ist nicht lache. Diese Karibikreisen wegen irgendwelcher Werbefilme. Ach, alles Schwindel. Da steckte ein Liebhaber dahinter oder irgendein anderer Schweinekram. Sie braucht einen Anwalt. Das halte ich für eine gute Idee. Ich war im Garten und habe die Rosen geschnitten, als sie angefahren kam. Dabei haben sie Handschuhe getragen. Ich war jedenfalls so wütend auf sie, weil Georg die ganze letzte Woche über so traurig war, ihretwegen. Er hat ja auch nicht an dieses Filmmärchen geglaubt. Aber was sollte ich ihm sagen? Er war zu schwach, hat nie den Mund aufgemacht. Und da haben Sie gedacht, das nehmen Sie jetzt mal in die Hand. Haben Sie Kinder? Ja. Ja, dann wissen Sie, wovon ich rede. Es kam also zum Streit. Ja, ich war jedenfalls sehr wütend auf Sie. Ich habe Sie an der Treppe zur Garage abgefangen, ihr eine gescheuert und auf den Kopf zugesagt, dass ich mir das nicht länger mit ansehe, wie sie meinen Sohn zugrunde richtet. Und da schlägt sie doch zurück. Und ich wehre mich und dann stolpert sie irgendwie, verliert das Gleichgewicht und dann lag sie da, tot. Ich will sie doch nicht umbringen. Jetzt sehe ich meinen Sohn nicht mehr, meinen einzigen Sohn. Nein, nicht. Doch.
Moment. Georg, bitte. Bitte. Doreen hat das doch alles für uns gemacht. Seit wann hast du das Helfer-Syndrom? Komm schon, tu mir einfach mal einen Gefallen und spring über deinen Schatten. Vergiss es, das mach ich nicht. Hey, Finger weg. Mit der Handel immer doch bloß Ärger ein. Die hat doch keine Ahnung vom Schrauben. Vierfachvergaser. Bist du gerade dabei, den zu synchronisieren? Lohnt sich das für die Karre überhaupt? Ja. 19 Zoll vergeht aber auch nur bei der Turbokarosserie, oder? Geht doch. Ja. Scheint zu klappen. Aber vielleicht ein Bier drauf trinken? Der Bulle und die Sozialarbeiterin. Hm. Ja, ich weiß nicht, es klingt nach einer schwierigen Geschichte. Hm. Soll ich mir jetzt ihretwegen einen neuen Job suchen? Ja, stimmt. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen zu viel verlangt für ein Bier. Oder zwei. Hm. Angst vorm Zahnarzt. Quatsch. Ich hatte doch noch keine Zeit. Außerdem tut sie es mir echt weh. Ja. Hallo? Oh, Frau Seifert. Was haben wir? Vermutlich Bänderriss und Fraktur des Dents-Axis. Was heißt das auf Deutsch? Dass er sich das Genick gebrochen hat. Der Tod trat so etwa vor 2 Stunden ein, also so gegen 9 Uhr. Ich bin jetzt hier fertig. Frau Badosi, Herr Stollen, Frau Seifert. Das ist ja übel aus. Danke. Wissen wir denn schon, wie sie heißt? Ja, sie hat es uns leider leicht gemacht. In ihrer Jacke war ihr Pass und eine Bordkarte. Doreen Altermann, 29, gestern aus der Dominikanischen Republik in Frankfurt eingeflogen. Und ein Parkticket. Der Wagen stand eine Woche in Frankfurt am Flughafen. Zugelassen auf einen Georg Altermann. Ihr Ehemann? Wahrscheinlich, also. Zumindest trägt sie einen Ehering. Sonst noch was? Ein defektes Handy, offenbar durch einen Sturz, Rico ist schon dran. Oh. Was hast du denn zu bieten? Ach, bis jetzt verschiedenste Fingerabdrücke am und im Auto und einen abgebrochenen Fingernagel. Steckt im Gewebe ihres Pullovers. Allerdings ein künstlicher, von der Seite wahrscheinlich nicht sehr aussagekräftig. Gibt es Zeugen, die gesehen haben, wer der Fahrer des Wagens war? Ja, aber wie üblich, widersprüchliche Aussagen. Zum Glück gibt es ein Blitzerfoto. Na super. Ich warte im Wagen.
haben großes Glück. Sie war bereits in unserer Datenbank. Das ist Jessica Moser, 17 Jahre alt. Und da das nicht das erste Auto war, das sie geklaut hat, wird sie vom Jugendamt betreut. Ja, bei der Akte kann es ja mit der Betreuung nicht weit her sein. Ich habe Ihre zuständige Sozialarbeiterin bereits kontaktiert. Die müsste jeden Moment hier sein. Ist die Fahndung bereits draußen? Mhm. Und Ihre Wohnung wird auch observiert. Gut. Betreut sie es einzeln von? Joe? Sander? Okay, danke. Die Sozialarbeiterin ist da. Die übernehme ich. Danke. Viel Spaß. Herr Althammer? Ja? Guten Tag. Seifert, Kripo Stuttgart, meine Kollegin Badosi. Was kann ich für Sie tun? Es geht um Ihre Frau. Was wollen Sie denn von ihr? Doreen ist nicht da und ich bin auch gerade auf dem Sprung. Wo wollten Sie denn hin? Trainieren. Aber jetzt sagen Sie mir doch bitte, was los ist. Vielleicht sollten wir besser reingehen. Ja, klar. Bitte, hier entlang. Jessica ist doch keine Mörderin. Das müssen wir aber leider in Betracht ziehen. Das glaube ich nicht. Ach so. Glauben Sie ja wenigstens, dass sie ein Auto geklaut hat? Sie haben ja sicher Ihre Akte gelesen. Ja, Jessica hat mit 12 ihre Eltern verloren. Das hat sie völlig aus der Bahn geworfen. Und jetzt ist sie gerade zum dritten Mal von der Schule geflogen. Ja, ja.